Sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein verdammt fetten Applaus für die Jungs wert, weil die habe ich gerade überfahren. Ja, ist ja gut jetzt. Kommen wir zurück zu Mümmelsteins Bauchladen. Nicht nur der Bauchladen ist größer geworden im Laufe der Jahre. Das hast du gesagt. Ich würde so etwas niemals... Wer hat das gesagt? Er, der Typ da mit dem grauen Umhang. Ja, ich sehe es. Da ist er. Der Bauchladen des Herrn von Mümmelstein ist mittlerweile so groß, dass wir ihn unter diesem schwarz-weißen Zelt versteckt haben. Aber dort gibt es nach wie vor CDs, ein paar mehr wie damals. T-Shirts hatten wir damals nicht mal an. Und allerlei Dinge mehr. Unter anderem auch diese Flugzettel, die gerade dieser lustige Mensch in der Unterhose hier vorne verteilt. Und Alea, gib mir mal ein Hoch. Nein, nicht das, was ihr jetzt denkt. Es geht nur um einen Flugzettel. Dort hinten findet ihr unsere Tourdaten drauf. Und wir spielen zum Beispiel am 16. November in Hamburg in der Großen Freiheit. Ist ja gar nicht so weit weg. Und übrigens, die Hälfte der Karten ist weg. Ihr solltet wirklich direkt in den Vorverkauf gehen, sonst wird das nichts mehr. Wir machen weiter mit ein bisschen Tanzmusik. Wer schon immer mal einen Mümmelstein in Unterhose anfassen wollte, der hat jetzt Gelegenheit dazu, denn der Herr von Mümmelstein ist nicht nur ein grandioser Bauchladenverkäufer. Nein, er ist auch ein großer Dudelsackspieler und vor allem, er ist ein noch größerer Tanzmeister. So, liebe Leute, ich komme jetzt mal zu euch. Das ist eine ganz seltene Gelegenheit. Nachdem Alea der Bescheidene ist, der ganz schrecklich in der Hüfte hat. Ich möchte an der Stelle bitte mit einem berühmten Zitat in Verbindung gebracht werden aus Herr der Ringe. Flieht, ihr Narren. Ja, wo waren wir stehen? Also, kommen wir mal hier durch. Da kommt er nun. Ja. So, falls der Graue. Platz. So. Und er tanzmeistert euch jetzt einen weg, dass das eine wahre Freude ist. Und wir spielen den Kinabo. So, also, ihr müsst jetzt alle mitmachen. Ich komme mal nach da vorne, dann ist es einfacher. So, wo ist denn die Ente? Ah, da ist die Ente. So, Achtung, ich brauche hier Platz. So, Achtung, wir haben eine Ente mit dabei. So, jetzt müssen wir Reihen bilden. Moment, ich komme mal hier nach vorne. Guckt mal, dass ihr alle Reihen bildet und euch gegenseitig einhakt. Also hier vorne sieht das schon ganz gut aus. Macht mal so Reihen, guckt, dass jeder auch einen hat. Trommelt mal noch ein bisschen, das dauert hier in Ordnung. So, habt ihr euch eingehakt? So, und jetzt gehen alle von euch ganz vorsichtig 4 Schritte rückwärts. Ich versuche euch einzuzählen. Nein, nicht losgehen, ich zähle euch ein. Also, auf 4. 1, 2, 3, 4. Rückwärts, 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 rückwärts. Stopp und stehen, dankeschön. Genau, so, wir schließen nachdem wir jetzt eingehakt sind, werden wir gleich auf, gibt es ein kleines Intro. Danach werden diese Kollegen vorwärts und rückwärts gehen und wir werden das mitmachen. Ja? Also wir werden auch 4 Schritte vorwärts und 4 Schritte rückwärts gehen. Ihr seht traumhaft und bezaubernd aus. Ihr seid fantastisch. Ihr schafft das. Los dabei, das ist vorbei. Boah, reicht es?
Wo bleibt der verdammte Kerl?